Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch, für immer, für dich von Kerstin Ott alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Für immer, für dich von Kerstin Ott, das Ganze am 18. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Schlager. Jawohl, es ist das fünfte Album von Kerstin Ott, das Ganze über Polydor erschienen. Wir werden zuallererst einmal das Album hier aus der Folie befreien. So, einmal die Folie aufschneiden und dann können wir sie wunderbar abziehen. Das ist das Album, kommt in einem regulären Jewel Case hier. Auf dem Cover haben wir einmal senkrecht den Schriftzug Kerstin Ott, dann einmal hier für immer für dich waagrecht und die Künstlerin zweimal hier jeweils gespiegelt in schwarz-weiß abgebildet. Hier türkis, seitlich ebenso und beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 14 Stück sind hier mit dabei. Infos, Barcode und dann schauen wir mal hinein. Hier geht es dann orange weiter. So, zuerst einmal schauen wir ins Booklet. Die Katzen, die dürfen natürlich nicht fehlen hier bei Kerstin Ott. Das ist nochmal das Cover. So, los geht's. Hier haben wir die einzelnen Songs mit den Texten. Also alles hier schwarz auf weiß abgedruckt. Dann gibt es noch ein paar Bilder. Und hier kann man dann jeden einzelnen Song mitsingen oder nachlesen. Je nachdem, das fettgedruckte dann immer der Refrain. So, weitere Texte. So sieht's aus. Noch ein paar Bilder. Weitere Texte. Und dann kommen wir langsam zum Ende. So, zum Abschluss die letzten Songs und dann nochmal die Katze. Gut, so viel dazu. Wir packen das Booklet wieder zurück und kommen zur Album-CD. Die kommt hier auch wieder in so einem Türkis bzw. ja, hellblau. Auch hier wieder die Schriftzüge Kerstin Ott für immer für dich. Und dahinter, sehr klein, aber ja, schwarz auf weiß, man kann es auf jeden Fall lesen, haben wir dann noch die gesamten Album-Credits, also wer an den einzelnen Songs so beteiligt war. Gut, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kerstin Ott und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.